Ihr müsst eine Schriftrolle der Alten lesen. Ah, richtig, die Schriftrolle der Alten. Ich muss zugeben, ich freue mich schon darauf. Und Serana kann es auch kaum abwarten. Genau, setz dich hin. Du läufst schon wieder so wie von der Tarantel gestochen hin und her. Dann möget ihr mit eurer Lesung beginnen. Natürlich, Meister. Wenn jetzt bitte alle ruhig sein könnten. Ich muss mich konzentrieren. Ich sehe ein Bildnis vor mir. Einen großen Bogen. Ich kenne diese Waffe. Es ist Auriels Bogen. Jetzt flüstert eine Stimme. Aus den Reihen der Kinder der Nacht wird ein großer Held hervorgehen. In einer Zeit des Konflikts, in der die Drachen in das Reich der Menschen zurückkehren, wird sich die Finsternis mit dem Licht vermischen, werden Nacht und Tag eins sein. Die Stimme wird schwächer, ihre Worte bruchstückhaft und verzerrt. Doch wartet, es gibt noch mehr. Das Geheimnis der Macht des Bogens steht anderswo geschrieben. Ich glaube, die fehlenden Teile der Prophezeiung wurden in weiteren Schriftrollen festgehalten. Ja, ich kann sie jetzt sehen. Eine von ihnen enthält die alten Geheimnisse der Drachen. Die andere berichtet von der Kraft des alten Blutes. Meine Vision verblasst und ich sehe nichts mehr. Um die komplette Prophezeiung zu kennen, brauchen wir auch noch die zwei anderen Schriftrollen. Zufälligerweise habe ich ja ein Inventar, ne? Seid gegrüßt, Meister. Was benötigt ihr? Das war nicht so nützlich, wie ich es gewünscht hätte. Dennoch habt ihr euch gut geschlagen. Ja, danke. Wisst ihr, wo die anderen Schriftrollen sind? Mal davon abgesehen, dass eine weitere mein Inventar ist, aber... Ne? Meine betrügerische Frau hat eine davon gestohlen und ist danach verschwunden. Die andere ist nach meinen letzten Informationen in den Tiefen einer Dwemer-Ruine verschollen. Mir scheint, unsere Arbeit ist noch nicht getan. Doch wir sind unserem Ziel so nahe und ich habe so lange gewartet. Da kann ich auch noch etwas länger warten. Echt mal. Wenn ihr etwas braucht, sagt es. Ich kann immer noch eine gute Klinge schmieden. Ach, tust du das? Ihr seid hier willkommen. Solange ihr euch nicht zu sehr an den Dienern gütlich tut. Ich stehe über solchen armseligen Streitigkeiten. Ich lebe schon viel zu lange, als dass ich mir darüber Gedanken mache. Ach komm, Gamre! Gamre! Das sah jetzt sowas von aus, als würdest du auf mich zukommen wollen. Warum tust du das nicht? Weil ich die Husky süßer finde. Ist es das? Ja, ist es, Chicken. Ist es. Ich versuche, die Bedürfnisse aller zu erfüllen. Schön für dich. Keinen Grund dafür, dass auch nur einer hungern soll. Irgendwann kippt er noch um vor Blutarmut, aber hey. Ja, schön. Serana teleportiert sich mal wieder umher. Ja. Was machen wir jetzt, Irana? Habt ihr Zeit für ein kurzes Gespräch? Woran denkt ihr denn so? Dieser Mottenpriester Dexion. Er sagte, wir bräuchten zwei weitere Schriftrollen der Alten. Ich glaube, ich weiß, wo wir mit unserer Suche beginnen können. Und warum habt ihr das nicht früher gesagt? Ich wollte nicht, dass dieser Haufen Wind davon bekommt. Ganz besonders nicht mein Vater. Was ist eigentlich zwischen euch beiden passiert, dass du ihm nicht so vertraust? Seit er beschlossen hatte, die Prophezeiung zu seiner Berufung zu machen, haben wir uns voneinander entfernt. Vermutlich sieht er mich nicht einmal mehr als seine Tochter an. Ich bin einfach nur ein Mittel zum Zweck.
Wo ist denn diese andere Schriftrolle der Alten? Wir müssen meine Mutter Valerica finden. Sie weiß ganz bestimmt, wo sie ist. Und mit etwas Glück hat sie sie vielleicht sogar bei sich. Ihr habt gesagt, dass ihr nicht wisst, wohin sie gegangen ist. Das letzte Mal, als ich sie sah, sagte sie, sie würde an einen sicheren Ort gehen. Einen Ort, an dem Vater sie niemals suchen würde. Mehr wollte sie mir nicht sagen. Aber wie sie es sagte, dort, wo er nie suchen würde, sehr kryptisch, aber es war ein Hinweis. Klingt fast, als wäre sie vorsichtig gewesen. Vielleicht. Was ich nicht verstehe, warum hat sie genau das gesagt? Außerdem fällt mir kein einziger Ort ein, an dem mein Vater nicht nachgeschaut haben könnte. Und dazu hatte er auch mehr als genug Zeit. Irgendwelche Vorschläge? Dämmerwacht. Eingesperrt, wie ihr es wart? Wie wär's genau hier in der Burg? Ja! Ne? Vor seiner eigenen Nase. Da würde er niemals drauf kommen. Ja, es erinnert mich wieder an Arkham City, was Joker zu Batman gesagt hat. Wie hält man etwas vor dem größten Detektiv der Welt geheim? Ja, man platziert das Geheimnis direkt vor seiner spitzen Nase und wartet ab. Moment, das ergibt fast einen Sinn. Ja? Ich habe meiner Mutter dabei geholfen, einen Garten im Innenhof zu pflegen. Alle Zutaten für unsere Tränke stammten aus diesem Garten. Sie sagte immer, dass Vater diesen Ort nicht ausstehen konnte, weil er ihm zu friedlich war. Ist es nicht ziemlich riskant, in der Burg zu bleiben? Auf jeden Fall. Aber Mutter ist kein Feigling. Das ist... Ich glaube kaum, dass wir dort auf sie stoßen werden, aber ein Versuch ist es wert. Wie kommen wir hinein, ohne dass euer Vater etwas bemerkt? Vertraut mir. Ich habe hier sehr lange gelebt und ich kenne jeden kleinsten Winkel. Ja. An der Seite der Insel liegt eine verlassene Bucht, über die die früheren Besitzer Vorräte in die Burg brachten. Es gibt dort einen Zugang zu einem alten Fluchttunnel der Burg. So gelangen wir hinein. Lass uns zum Geheimgang der Burg gehen. Na los, sie ist gleich um die Ecke. Um die Ecke! Und du schiebst mich natürlich mal wieder durch die Gegend, Serana. Ja? Was wolltet ihr? Dass du aufhörst, mich durch die Gegend zu schieben. Denn das machst du gerne. Ja? Was wolltet ihr? Und mich nicht durchlassen. Sie sind alle gemein! Schattenmähne, hallo. Schön, dich auch wieder zu sehen. Mal wieder. Ich werde es ihm noch nicht sagen. Es würde ihm sein Herz brechen. Mein Herz wurde gerade schon gebrochen. Ja, hier wegen. Festung Dämmerlicht. Eigentlich habe ich ja diese Quest schon gemacht, aber hey. Also mit Vampir töten. Komm, wir rushen rein, töten den Vampir und gehen schnell wieder raus. Ob der Hintereingang noch offen ist? Autsch. 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 Kannst du dein Feuer bei dir behalten? Schattenmähne. Böse. So, wo ist dieser Drecksvampir? Jetzt ist alles
voller Vampire, Chicken. Totenbeschwörer. Was? Wer ist da? Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Das wird euch eine Lehre sein. Wer ist da? Warte. Gegen solche Typen rüste ich am besten wieder meinen schönen Trank aus. Serana, lauf mir nicht vor die Zielscheibe. Okay, er ist schon mal betäubt. Bringt die Bestie um. Das hätten wir geschafft. Wer ist da? Erbärmliches Leben. Das sagst du, während ich noch meinen Trank ausgerüstet habe, ne? Okay, schnell raus hier und zurück zur Burg. da ist der Ausgang, Chicken. Der Ausgang. Schalalalala. Ja? Was? Mein Vampirblut wallt im Sonnenlicht. Das ist schön für dich. Geben die Quest ab und dann... Seiteneingang der Burg. Naja, das wird wieder ein Spaß. Das wird wieder spaßig. Definitiv. Ja, wir jetzt schon keine Lust. Ich mag es, wenn Probleme im Keim erstickt werden, bevor. Ja, Probleme im Keim ersticken. Ich möchte einen gewissen Ort auch im Keim ersticken. Ist so unübersichtlich. Noch unübersichtlicher als Schwarzweite. Alter. Vögelchen fliegt umher. Serana kommt nicht hinterher. Ich bin ganz allein. Nein, nein, nein. Hilfe. Chicken, du bist doch gar nicht allein. Was? Ist denn nicht hier noch die anderen Typen, die hier stehen? Nee, ich sehe keine Leute. Es tut mir leid. Das sind Skelette, keine Leute. Du hast überlebt? Ernsthaft? Ach, weil du so ein Kapuzenmann bist? Nee, der andere ist eigentlich der Kapuzenmann. Kapuzenmänner, die ausweichen. Böse. Das. Ja, mal so ausweichen. Dann gehe ich halt alleine, ne, Serana? Ganz alleine. Ganz alleine. Allein. 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 Ja, vielleicht kommt sie ja, wenn ich den Bereich wechsle. Skelett! Mit Pfeilen, die kein Mensch braucht mehr. Den nehme ich wieder zurück. Das ist meiner. Aber du musst auch sterben. Du bist eigentlich schon tot, weil du ein Skelett bist, aber es geht ums Prinzip. Es geht immer ums Prinzip. Prinzipien sind... prinzipiell. Keine Ahnung.
Kleidung. Eine Tauchermaske.